Hallo und herzlich willkommen zu Fetzl TV. Mein Name ist José und ich möchte euch heute aufs Dach entführen, und zwar auf ein sehr, sehr altes Dach. Um das ein bisschen darzustellen, habe ich hier dieses Modell mitgebracht. Und ja, folgende Situation gibt es sehr, sehr häufig auf dem Dach, gerade auf diesen alten Dächern, die schlecht gewartet werden, gibt es öfters mal undichte Stellen. Stellt euch vor, hier war ein Ziegel, der im Endeffekt defekt war, und das Wasser ist hier schön über Jahre, Jahrzehnte hier runtergetropft und hat sich in dem Bereich eingenistet, sage ich jetzt mal. Und die Folge ist dann hier Schäden in dem Fußpunktbereich von Sparren und auch hier in dem Schwellenbereich, die dann eben durchgefault sind. In diesem Bereich haben wir öfters mal auch das Problem, dass wir da wenig Platz haben, um Austauschmaßnahmen zu machen. Und wenn das Ganze dann auch noch denkmalgeschützt ist, dann darf eh nur das schadhafte Holz entfernt werden und muss dann wieder ersetzt werden durch ein neues Bauteil. Und diese Situation, die möchte ich jetzt hier simulieren. Und die Situation ist quasi folgende: Dieser Bereich hier unten ist defekt, ist morsch und muss jetzt entfernt werden. Ich werde jetzt hier zunächst mal den Schiftersparren entfernen. Der ist natürlich bei diesem alten Dach geschraubt, nicht geschraubt, sondern genagelt. Legen wir mal da runter. So, ich habe jetzt hier auch schon mal diesen Bereich, um den es jetzt hier geht, markiert. Dieser Bereich, müsst ihr euch vorstellen, ist jetzt morsch und muss jetzt hier entfernt werden. Ich habe jetzt vor, das rauszuschneiden und hinterher ein neues Stück quasi einzusetzen. So, wie machen wir das? Wir haben hier einen Oszillierer, einen Akku-Oszillierer, den OSC18, für solche Maßnahmen wirklich sehr, sehr gut geeignet. Wir haben hier ein mobiles Gerät ohne Kabel, also da könnt ihr wirklich auf dem Dach auch wunderbar arbeiten. Und hier können wir jetzt natürlich so frei eintauchen. Ich möchte euch aber eine kleine Besonderheit zeigen, und zwar hier die Ansatzhilfe. Die Ansatzhilfe kann hier montiert werden, wird dann hier eingedreht. Gleichzeitig muss hier dieser Hebel gedrückt werden. Und jetzt können wir hier in dieser Position arbeiten. Hier haben wir noch zusätzlich die Möglichkeit, einen Tiefenanschlag einzustellen. Und hier in meinem Fall habe ich das schon erledigt. Das heißt, ich will jetzt hier diesen Schnitt hier durchführen und auf diese definierte Tiefe eben eintauchen. So. Wir können jetzt auch gleich mal loslegen. Mal hier. Werde jetzt zunächst mal hier die Stirnschnitte machen und dann hinterher den Längsschnitt durchführen. Ihr seht, wir haben hier wirklich einen sauberen Schnitt, aber ihr seht auch, da entsteht ziemlich viel Staub. Und in diesem alten Gebälk, da haben sich auch über Jahrzehnte Nager, Tauben und so weiter aufgehalten. Oftmals ist es wirklich verseucht, und daher ist wirklich eine Staubabsaugung kein Fehler. Das werde ich noch montieren. Die Staubabsaugung kann jetzt hier einfach angeschlossen werden, und wenn ihr eine Fernbedienung habt, könnt ihr den Staubsauger entsprechend einschalten, oder ihr habt einen Bluetooth-Akku, was wir hier jetzt gerade nicht haben. Deswegen machen wir das jetzt hier über diese Fernbedienung.
ihr seht, das funktioniert hier wunderbar. Das Ganze war jetzt, wie gesagt, frei geführt mit Hilfe von der Ansetzhilfe. Und jetzt dieser untere Schnitt in der Waage, da möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen. Und zwar werde ich hier einfach ein Stück Holz als Parallelanschlag verwenden. Und hier kann ich dann später wunderbar diesen Schnitt durchführen. Mein Maß wird hier angetragen. So, das Ganze wird jetzt noch fixiert. So, und jetzt haben wir hier, wie gesagt, den Parallelanschlag, mit dem wir jetzt hier loslegen können. So, jetzt werde ich das noch ausstemmen, um hier mal das Grobe wegzukriegen. Wie gesagt, dieses Stück wollten wir hier einsetzen. Das sieht. So, noch eine kleine an der Kante einmal entlang fahren und dann seht ihr hier, habt ihr hier eine wirklich passgenaue Verbindung. Hier ist es wirklich möglich, mit dem OSC und in Verbindung mit der Ansetzhilfe wirklich exakt einzustechen und so ein Ergebnis zu bekommen. Gut, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und für heute war es das. Ich freue mich auf nächstes Mal. Euer Jose.